Kaum jemand in Österreich fordert einen härteren Kurs gegen Putin. Die grüne Vizepräsidentin des EU-Parlaments Ulrike Lunacek tritt für eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland ein. Mehr als 5000 Menschen sind bereits im Ukraine-Konflikt gestorben. Die Truppen der russischen Separatisten und die ukrainischen Regierungstruppen stehen sich unvermindert quasi an derselben Grenze gegenüber. Sind die Sanktionen nicht gescheitert? Nein, das sehe ich nicht so. Ich denke, es war auch die Möglichkeit, tatsächlich auch Druck auf Russland auszuüben. Ich denke, was wahrscheinlich zu wenig geschehen ist, nicht nur von Seite der EU, weil wir haben immer das Problem, dass die gemeinsame Außenpolitik von 28 Mitgliedstaaten abhängt und da die Einigkeit, wie wir jetzt auch bei den Sanktionen sehen, nicht leicht herstellbar ist. Es hätte, denke ich, noch mehr Bemühungen von einzelnen Regierungen geben müssen. Steinmeier ist hier eine positive Ausnahme, tatsächlich auch zu versuchen, sowohl mit Putin und Poroschenko gemeinsam hier auch zu einer Lösung zu kommen, eine Autonomielösung für Südostukraine. Da ist wirklich, glaube ich, von mehreren Seiten einiges verabsäumt werden. Die EU-Sanktionen sind sehr eingegrenzt, zurzeit noch auf einige Personen, auch im wirtschaftlichen Bereich, vor allem auf Waffenlieferungen und so weiter. Wie weit können denn Sanktionen der EU gegen Russland überhaupt noch gehen? Naja, da gibt es schon noch andere Personen, die da auch sozusagen unter diese Reisebeschränkungen und Zugang zu Kontenbeschränkungen fallen. Die Tatsache ist schon, dass die Sanktionen bisher sehr wohl auch dem Kreis um Putin schon auch geschadet haben und manchen der Oligarchen. Die haben ja ganz viel Geld auf Banken in der EU liegen. Ja? Das heißt, hier ist sehr wohl zu sehen, dass es wirtschaftlich nicht gut ausschaut, Putin. Ich glaube, dass es ja auch einer seiner Gründe ist, warum er jetzt so quasi den starken Mann spielen will, weil es einfach wirtschaftlich schlecht aussieht. Aber was bringen denn Sanktionen, wenn sie Wladimir Putin dazu bringen, dass er den starken Mann spielt? Nein, so ist es ja nicht. Den starken Mann hat er ja schon vorher spielen versucht. Ja, also das ist ja, die Ursache waren nicht die Sanktionen, sondern schon überhaupt sein Wille hier, also auch ständig zu wechseln zwischen Ministerpräsident und Präsident, also hier einfach diese Rolle des starken Mannes in den Vordergrund zu stellen. Macht er ja in vielen Bildern ja auch, ja, wo er dann steht mit nacktem Oberkörper, den Fisch fängt und ähnliches, also so quasi dieses Image des starken Mannes. Wenn man sich die Sanktionen genauer anschaut, gibt es dann aber sehr wohl einige Ausnahmen und Löcher in diesen Sanktionen. Die Wien-Töchter russischer Banken zum Beispiel sind ausgenommen. Altverträge bei Waffenlieferungen zum Beispiel sind ausgenommen. Sind die Sanktionen nicht so löchrig, dass in Wirklichkeit Putin nicht genug schaden? Ich finde ja auch, dass manche dieser Ausnahmen, die Sie jetzt genannt haben, das war wieder so typisch. Ja, man macht es, aber man macht es nicht ganz. Ich weiß schon, dass das dann auch heißen kann, dass es manche, also wirtschaftliche Sanktionen auch gegen Österreich, auch gegen die EU gibt. Ist ja schon so zum Teil mit den Lebensmitteln. Aber was ist uns jetzt wichtiger? Ein Krieg in der Nachbarschaft, ja, der tatsächlich täglich Menschenleben kostet und der destabilisiert in unserer Nähe, was wir uns seit den Jugoslawienkriegen eigentlich nicht mehr gedacht haben, dass das passieren kann. Und dann finde ich schon, dass Sanktionen derwegs, nämlich die klugen Sanktionen, die gegen die Oligarchen, die gegen diejenigen, die das Geld auch hier liegen haben, nicht gegen die Bevölkerung, ja? Weil die leidet ja sowieso schon darunter, dass Putin keine gute Wirtschaftspolitik macht. Ja? Auf welcher Seite stehen Sie denn? Stehen Sie auf der Seite einiger osteuropäischer Länder, die stärkere Sanktionen fordern, oder stehen Sie auf der Seite der österreichischen Regierung, die sagt, stopp, keine neuen Sanktionen? Also meine grundsätzliche Position hat jetzt weder was mit den osteuropäischen Regierungen zu tun, noch mit der Österreichischen. Das kommt aus einer, die vor allem Menschenrechtsfragen in der Außenpolitik in den Vordergrund stellt. Ansonsten halte ich auch die österreichische Position, auch der Bundesregierung, eine, die ganz klar, sage ich auch, die Interessen von OMV und anderen Unternehmen vertritt. Ja? Da gibt es gute Geschäfte mit Russland und ich habe den Eindruck, dass da auch das so, also das in die Richtung deswegen auch gesagt wird, wir wollen die Sanktionen, wir wollen hier weniger Sanktionen. Aber wenn das schon so ist, auch von der österreichischen Bundesregierung, dann würde ich mir erwarten, was ich vorhin schon gesagt habe, dann würde ich mir erwarten, dass Sie hier auch den Dialog, der mit Putin auch notwendig ist, auch führen, ja? Sowohl an der medienwirksamen Oberfläche, von mir aus, ja? Aber auch hinter den Kulissen. Das passiert nicht. Das ist meine Kritik auch an der österreichischen Bundesregierung. Aber ganz konkret, wenn jetzt im Europäischen Parlament eine Abstimmung kommen würde, neue Sanktionen, ja oder nein, wie würden Sie abstimmen? Würde ich und auch, denke ich, die Mehrheit auch der grünen Fraktion dafür stimmen. Aber wir würden immer auch klar sagen, dass wir gleichzeitig auch ein Gespräch führen müssen, ohne sozusagen den Konflikt, auch den militärischen, nur eskalieren zu lassen, heißt Krieg und nicht nur in Südostukraine. Aber wäre
wären so eine solche Verstärkung der Sanktionen nicht auch eine weitere Eskalation? Müsste dann nicht auch Russland wieder mit Gegensanktionen antworten? Würde das diesen Kreislauf nicht noch verstärken? Es ist klar, dass Putin sehr wohl auch wirtschaftlich unter Druck ist, auch aufgrund der Sanktionen, weil ganz viel des Budgets, das er eigentlich in Russland verwenden will, auf Banken hier in der EU liegt. Ja? Das heißt, es macht ihn auch, es schwächt ihn schon. Ja? Und insofern sage ich, diese Schwächung ist notwendig, um gleichzeitig zu sagen, so, und jetzt setzen wir uns zusammen und finden eine Lösung dafür. Wenn man erkennen muss, dass seit Einführung der Sanktionen der Ukraine-Konflikt eigentlich keinen Schritt näher einer Lösung gekommen ist, was macht Sie denn so zuversichtlich, dass neue Sanktionen diesen Schritt dann bewirken würden? Naja, die Frage stellt sich mit, was wäre, wenn wir sie jetzt ganz bleiben lassen? Ja? Was ist dann? Schickt man dann Truppen hin? Ich meine, das kann es ja auch nicht sein. Insofern hoffe ich einfach, dass nicht die Sanktionen das Hauptmittel sind. Das sind ein Teil der Maßnahmen, die in dem Fall eine wirtschaftliche Schwächung Putins und seines Regimes herbeiführen sollen. Eine Schwächung der Sanktionen zu sagen, jetzt haben wir das nicht erreicht, was wir jetzt eigentlich erreichen wollten, jetzt lassen wir es bleiben, das würde Putin doch nur noch mehr Recht geben. Ja? Und ihm sagen, okay, na, dann machen wir gleich weiter. Wo gibt es noch Gegenden, die wir vielleicht erobern könnten? Also das sehe ich nicht, dass man hier sagen kann, das hat überhaupt nichts gebracht. Das stimmt so nicht.